heutigen Sendung von Superstars Mr. Perfect. Razor Ramon, der Kubaner. Kamala, ein geläuterter Afrikaner. Ja, meine Damen und Herren, am Samstag haben wir schon eine kurze Ausgabe von Spotlight gebracht, als kleinen Appetitanreger darauf, dass die World Wrestling Federation wieder ins deutsche Fernsehen zurückgekehrt ist, und zwar exklusiv zu RTL 2, jede Woche dreimal. Schauen Sie mal in die Programmzeitung, Ihnen wird das Herz aufgehen. Uns geht das Herz auf, weil wir jetzt Razor Ramon sehen, den Kubaner, der inzwischen in Miami wohnt und sich in Rekordzeit unbeliebt gemacht hat beim Publikum der World Wrestling Federation. Aber man muss sagen, er hat was drauf, dieser Kerl. Sein Gegner heute ist Buddy Wayne. Mal sehen, wie er sich schlagen kann gegen diesen Mann, der super cool ist, der vor Machismo nur so strotzt und das auch bei jeder Gelegenheit raushängen lässt. Ja, nicht gerade der Freund der Fans hier in der Halle und sonst wo. Man erkennt es vielleicht an seinem Gehabe, sehr selbstgefällig. Er hält sich selbst für den Größten. Einfach toll, dieser Slang, dieser kubanische Slang. Ja, er sagt auch gleich, wenn dem Gold etwas passiert, passiert dir genau das Gleiche. Also er will einfach nicht gemocht werden, habe ich das Gefühl. Und gleich versetzt er Buddy Wayne knallharte Schläge, übernimmt sofort das Kommando. Das war eigentlich nicht anders zu erwarten. Ja, gemocht werden will er sicher nur auf seine Art und Weise, dieser Razor Ramon. Wenn man damit zurechtkommt, weil es gibt ja auch solche Typen, vor allem natürlich Frauen, die auf Macho-Gehabe stehen. Und das ist genau das, was Razor Ramon will. Diese Spezies spricht er an. Aber er hat mit Sicherheit die perfekte Wrestling-Figur, das muss man mal dazu sagen. Er ist sehr groß, schlank, kräftig, bullig geradezu. Und das sieht man hier wieder. Buddy Wayne springt ihn an und Razor legt ihn ganz locker, nachdem er ihn mal so eben aufgefangen hat, aufs Seil und tritt da natürlich zu. Noch keinerlei Aktion bisher von Wayne. Und dieser Slam ist einfach fantastisch vom Seil. Ein sogenanntes High-Risk-Manöver, also eine Aktion mit einem hohen Risikofaktor. Aber bei ihm sieht das so leicht aus. Und auch diese Aktionen jetzt typisch für Razor Ramon. Er spielt überheblich mit seinem Gegner. Sagt, was willst du eigentlich? Ich bin der Stärkste, der Beste, der Kräftigste, der momentan zumindest im Ring zu finden ist. Und da hat er, glaube ich, auch recht. Also wirklich die perfekte Figur und auch die Athletik, die Schnelligkeit und die Gewandtheit für tolle Manöver. Wie mit diesem Suplex vom zweiten Seil. Superplex möchte ich nicht dazu sagen, dazu war er zu langsam. Einfach eben überheblich das Gehabe von Razor Ramon. Er hat es gar nicht nötig, was er aber könnte, hier eine Technik perfekt vorzuführen. Und hier eigentlich der Ansatz zum Piledriver, doch bei ihm wird es sein Finishing Move, der Razor's Edge, wie über eine Rasierklinge saust der Gegner über Ramons Rücken. Das Cover ganz leicht und dieser Kampf ist vorbei. Also Razor Ramon, er hat zwar beim Royal Rumble gegen Bret Hart durch den Sharpshooter verloren, ein bisschen überraschend für manche, aber er ist wirklich ein Ausnahme-Wrestler. Ich glaube, wir werden von ihm noch sehr, sehr viel sehen in Zukunft. Noch einmal die Zeitlupe. Natürlich die Aktionen vom Seil, denn das sind die beeindruckendsten. Erst der Slam, dann der Side Suplex, dann der Razor's Edge. Fantastisch. Recently, to the delight of his millions of fans around the world, Brutus the Barber Beefcake made public his desire to return to action here in the World Wrestling Federation. Now, this despite the fact that 2.5 years ago, this man's face was totally reconstructed after a near-fatal parasailing accident. I mean, totally reconstructed. 9 stainless steel plates, 30 steel screws. The general feeling was that Beefcake would never wrestle again. But then, a little more than 2 weeks ago, Beefcake announced to the world that he was back. Million Dollar Man Ted DiBiase
jumping at the chance to meet Brutus the Barber Beefcake. Hier sehen wir noch einmal Szenen vor dem Kampf zwischen dem Million Dollar Man und Brutus. Jimmy Hart versucht, seine Schützlinge, IRS und den Million Dollar Man davon abzubringen, gegen Brutus zu wresteln. Er sagt, es könnte für seine Schützlinge, für einen der beiden, gefährlich ausgehen. Aber der Million Dollar Man beruhigt ihn natürlich, sagt ihm, mach dir keine Sorgen. Der Mann war so lange außer Gefecht gesetzt, er war so lange verletzt, der ist für mich doch nur Nachtisch. If anybody gets hurt, Jimmy, it's gonna be Beefcake, and we know where and how to hurt him. What do you mean by that? What do you mean? Some rather disturbing remarks emanating from $1 Million Man, Ted DiBiase. That match did take place this past Monday on WWF Monday Night Raw. By the way, Brutus the Barber Beefcake showing no signs of ring rust after his long layoff. Let's go back to that action. Und jetzt befinden wir uns schon mitten in diesem Match. Brutus, Barber Beefcake mit einem Headlock gegen den Million Dollar Man. Und die Frage natürlich, wie hat er die Pause verkraftet, wie er die Verletzung verkraftet hat, das wird man sicher erst später erfahren. Aber wie lange hat er die lange Pause, die Abwesenheit von der Aktion, von der Action im Ring verkraftet? Der IRS hat ihm da seine Aktentasche oder sogar einen Plastikkoffer oder Stahlkoffer in den Rücken gekracht. Und natürlich ist jetzt Brutus Beefcake stark und schwer angeschlagen. IRS und DiBiase machen sich gemeinsam über ihn her. Jimmy Hart versucht, seine Schützlinge davon abzubringen, aber er kann natürlich nicht viel tun, denn irgendwie scheint die Kommunikation zwischen diesen drei... Also das ist wirklich eine Szene, die ist alles andere als schön. Die gehört einfach nicht in den Wrestling-Ring. Und jetzt holt sich der Million Dollar Man auch nochmal den Koffer. Und Jimmy Hart, man muss wirklich ihm zugutehalten. Er versucht hier alles, um sein Team abzuhalten, Brutus weiter hier zu malträtieren. Also die Frage ist natürlich, ob ihm das gelingen wird. Bisher sieht es nicht danach aus. Und dann später sieht man, dass Brutus sich vor Schmerzen windet. Keine schönen Szenen, ganz anders, als man es normalerweise gewohnt ist. Ja, Brutus hätte vielleicht einen anderen Gegner wählen sollen für sein Match, für sein Anfangsmatch nach der langen Pause. Einen fairen Gegner, einen ordentlichen Gegner, der vielleicht ein bisschen Rücksicht nimmt. Und hier die Überbleibsel des Kampfes. On either DiBiase or Irwin, that has to be from Brutus. Again, the action you have just seen was from last Monday night. In the meantime, we have sought out the condition of Brutus the Barber Beefcake. Folks, in a way, it's good news. I say that because, Lord knows, it could have been so much worse. However, Brutus the Barber Beefcake sustained a fractured nose. I understand there was some dislodging of those steel plates in his head. Now, in light of this near tragedy, I have been informed, believe it or not, that Brutus the Barber Beefcake will be back on Raw this coming Monday night. At that time, we'll find out the condition of the barber and certainly what the future holds for one Mr. Beefcake here on the World Wrestling Federation. For Update, I'm Gene Okerlund. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben es mitbekommen. Brutus Beefcake ist nicht sonderlich schwer verletzt. Seine Nase ist gebrochen. Aber das ist ja wirklich nach dem Angriff, kann man sagen, nicht als Verletzung zu werten. Weighing in at 221 pounds, unhailing from Huntington Beach, California. Here it is. Wir kommen aber jetzt zum nächsten Kampf, zu den schöneren Dingen des Lebens. Wir müssen ja solche Kämpfe nicht immer sehen. Bobby Young ist einer der beiden Wrestler, die jetzt den nächsten Kampf bestreiten werden. Und hier haben wir den anderen, Mr. Perfect, seit er zurückgekehrt ist ins aktive Geschehen und sich von Bobby Heenan und auch von Razor Ramon und auch von anderen distanziert hat, ist er so beliebt beim Publikum, wie ich das selten erlebt habe. Und er hat auch schon ganz hervorragende Leistungen im Ring gebracht. Ich hoffe, dass wir heute einen dafür exemplarischen, einen beispielhaften Kampf sehen. Aber Mr. Perfect ist ja bekannt dafür, dass er sich nie lumpen lässt, immer zeigen will, dass er wirklich gut drauf ist. Was er kann, das hat er oft genug bewiesen, hat er gezeigt. Wir hoffen also wirklich
dass wir heute hier auch ein bisschen Wrestle-Technik sehen werden. Nach dem leichten Sieg von Razor Ramon, da war ja auch nicht viel nötig. Und den unschönen Szenen zuvor wollen wir jetzt endlich Technik auf höchstem Niveau sehen und erleben. Ja, Mr. Perfect beginnt gleich in Ringermanier, muss man sagen. Also nicht in Wrestle-Manier, sondern Ringermanier. Denn das Wrestling stammt ja ursprünglich vom Ringen ab, das darf man nicht vergessen. Viel ist nicht mehr übrig geblieben, das eben war eine Aktion. Side Headlock von Perfect. Bobby Young will zwar dagegen halten, es gelingt ihm ein Whip-In, aber der Shoulderblock schickt ihn wieder zu Boden. Mr. Perfect in hervorragender Verfassung und hier ein wunderschöner Flying Dropkick. Da ist das nichts. Ja, genau das ist es, was wir uns erhofft haben, Carsten, was wir hier sehen wollen. Aktionen, Sprünge, hohe Flugmanöver und dafür ist der Mr. Perfect, der hat es ja in seinen Namen geschrieben, bekannt und dafür steht er auch gerade. Dazwischen immer wieder kleine Manöver, um den Gegner mürbe zu machen, um ihn vorzubereiten, dass die Manöver auch wirklich dann gelingen. Schläge in der Ringecke auf den Hals des Gegners. Ja, und Tempowechsel sind ja angesagt. Mr. Perfect weiß das ganz genau. Hier haben wir den Neck Snap. Er biegt den Hals nach vorne, lässt ihn zurückschnellen. Nimmt den Gegner natürlich mit. Wir sehen es über Bobby Young. Er hält sich den Kopf. Mr. Perfect hat weiterhin den Vorteil. Ein hervorragender Mann. Und hier noch ein Standing Dropkick. Mr. Perfect zeigt wirklich heute von seiner besten Seite. Wir konnten einen solchen Kampf erhoffen, aber nicht unbedingt erwarten, oder Günther? Ja, hier der High Knee Lift. Wie zur Bestätigung deiner Worte, Bobby Young natürlich hier fast nur das arme Opfer, kann sich überhaupt nicht wehren, kommt überhaupt nicht zum Verschnaufen. So schnell, so aktiv ist Mr. Perfect. Da steht Bobby Young zwar wieder, aber ein einziger Schlag von Mr. Perfect genügt und der liegt wieder am Ringboden. Ja, hier noch einmal die Handkante, auch diese klatschende Handkante hat Mr. Perfect früher schon berühmt gemacht und das ist der Ansatz zum Perfect Flex. Ein ganz hervorragender Suplex, eine spezielle Version des Snap Suplex von Mr. Perfect. Da haben wir ihn, er geht dann in die Brücke. Das ist das Cover, der Sieg. Also Mr. Perfect ist wirklich wieder eine Bereicherung. Und wir wissen endlich, was wir in all dieser Zeit, in der er nicht aktiv tätig war, verpasst haben. Zum Genießen der perfekte Standing Dropkick und der Perfect Flex aus einer anderen Kameraperspektive. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben gerade gesehen, in diesem Kampf nehmen es Bam Bam Bigelow. Die haben wir im Bild und das bricht miteinander auf. Sie haben sich ja schon verbal beschimpft. War in der Eröffnung zu dieser Sendung, Sie haben es gehört. Sie haben von einem Barbecue gesprochen, dass sie dem anderen vermiesen werden. Wir werden jetzt sehen, wer wem was vermiest. Was mir an Bam Bam sehr gut gefällt, der wiegt ja sehr viel, 150, 155 Kilo ungefähr. Ist doch nicht unbedingt der Schlankste, aber er hat eine Schnelligkeit, die unglaublich ist für einen Mann seiner Ausmaße. Und natürlich ist er äußerst brutal, das sehen wir ja auch schon an seinem Gesichtsausdruck und der Art und Weise, wie er sich gibt. Ja, und da kommt sein Gegner, die Halle tobt. Earthquake, Rock the House, er sorgt also wirklich dafür, dass hier Stimmung aufkommt. Dafür sorgen natürlich auch die vielen, vielen Fans, die hier in der Halle begrüßt. Sie trampeln auf dem Boden. Dadurch entsteht dieses Beben, das schon jeden Auftritt des Earthquake inzwischen begleitet. Aber Günther, was mir halt an diesem Kampf besonders gefällt, Earthquake hat ja sehr wenige Gegner, die es auch körperlich mit ihm aufnehmen können. Und Bam Bam ist ein solcher. Und ich glaube, dass das doch ganz besonders gute Vorzeichen sind. Wie siehst du die Sache? Ich hoffe auch, dass wir von diesen beiden Riesenkolossen, die aber trotz ihrer gewaltigen Größe unheimlich gewandte Techniken zeigen können, den Kampf sehen, den wir uns erhoffen, nämlich einen fast ausgeglichenen, was ja sonst, wenn einer von den beiden im Ring ist, kaum jemals vorkommt. Das stimmt, Bam Bam zeigt sofort seine Schnelligkeit, greift an, ein Tritt in den Magen, aber Earthquake steht da, als sei nichts passiert, auch bei den Shoulderblocks, zwei jetzt schon. Und Earthquake sagt, komm her, Junge, mehr davon, da lache ich nur drüber.
Ja, da war auch die Sprungkraft von Bam Bam Bigelow zu sehen. Er springt Earthquake an und wir werden es hoffentlich später noch sehen, wie hoch dieser Bam Bam Bigelow springen kann. Und daraus natürlich entwickeln sich einige tolle Manöver. Jetzt aber Earthquake mit einem tollen Manöver, stellt sich eigentlich nur hin und lässt Bam Bam Bigelow abprallen. Ja, wie an einer Mauer knallt der Typ zu Boden. Es ist unglaublich. Earthquake hat eine wirklich unglaubliche Körperkontrolle. Das ist eben das Wichtige an ihm. Er stellt sich nicht einfach nur hin, sondern er nutzt dann diesen Bauch, den er hat, auch noch als Waffe. Ganz hervorragende Leistung von Earthquake. Er hat jetzt das Kommando an sich gerissen. Und da ein Body Slam gegen Bam Bam. Noch für Earthquake ist das gar nicht so leicht, wie man meinen könnte. Ja, nochmal zur Wiederholung. 150 Kilo bringt auch Bam Bam auf die Waage. Und hier, der Elbow Drop geht daneben. Jetzt also Earthquake am Boden, aber ja, rafft sich auch wieder auf. Also, wie gesagt, 150 Kilo von Bam Bam, über 210 von Earthquake befinden sich jetzt hier im Ring. Der hat auch einiges auszuhalten. Ja, das stimmt wirklich. Wir hoffen, dass er hält. Eben gerade ein Side-Suplex von Bam Bam Bigelow gegen Earthquake. Und meines Wissens hat noch keiner gegen Earthquake in der World Wrestling Federation einen Side-Suplex durchführen können. Auch das spricht wiederum für die muskulöse Art und Weise, wie Bam Bam sich im Ring verhält. Nun kommen Schläge, die Earthquake sicher zusetzen, aber ich glaube, ihn nicht ganz fertig machen. Ja, es ist halt nicht gewohnt, vollkommen richtig, Carsten, gegen ihn einen Suplex anzusetzen. Das habe ich auch noch nie erlebt. Davon ist er sichtlich benommen. Jetzt hier dieser Würgegriff von Bam Bam. Ich glaube, der wird nicht die erwünschte Wirkung zeigen, nämlich Earthquake sicher nicht zur Aufgabe zwingen, aber ihn ermüden. Noch immer ist er am Boden, er hebt sich jetzt ganz, ganz langsam und Bam Bam hat eindeutig das Kommando übernommen, steht sicher ruhig und sieht sehr, sehr fit aus. Ja, aber ich meine, er macht da einen taktischen Fehler. Man kann Earthquake zu Boden schicken, das haben wir oft erlebt, aber sein Durchhaltevermögen ist ungeheuer. Normalerweise sind, wie soll ich es sagen, etwas wohlgeformtere Menschen, ja etwas kurzatmiger. In aller Regel, bei Earthquake ist das nicht der Fall. Er ist ein absolut durchtrainierter, professioneller Athlet. Das darf man nicht vergessen. Aber schon wieder ein solcher Side-Suplex von Bam Bam. Unfassbar eigentlich. Ja, da hat er wohl gemerkt, dass er den Earthquake damit ein bisschen zumindest beeindrucken kann. Allerdings nicht so weit, dass er diesen Big Splash nicht ausweichen könnte. Und das ist wirklich ein Big Splash, wenn Bam Bam Bigelow angeflogen kommt. Earthquake wehrt sich jetzt mit Fußtritten. Wie du es gesagt hast, Carsten, so schnell gibt dieser Earthquake nicht auf. Er verfügt wirklich über Kondition. Und da ein Big Splash. Ja, jetzt sieht es für Bam Bam nicht mehr ganz so gut aus. Gut, es mag nicht so ganz gut aussehen. Wir sprechen natürlich oft davon, der und der hat Probleme. Aber diese durchtrainierten Athleten haben natürlich eine kurze Erholungsphase und können so etwas relativ leicht wegstecken. Ja, das war der Fehler sicher vorhin von Bam Bam, dass er Earthquake eben diese Erholungsphase gegönnt hat, zu lange gebraucht hat, um nachzusetzen. Genau dasselbe sollte er jetzt eigentlich machen. Earthquake bei dem Versuch eines weiteren Big Splash geht in die Ringecke, geht an den Pfosten, weil eben Bam Bam schnell wie er ist ausweichen konnte. Allerdings hat sich Earthquake da zu viel zugemutet, zu viel Schwung hat ihn aus dem Ring befördert und er wird ausgezählt, das ist ganz klar. Bam Bam hat gewonnen, aber ich glaube, von den beiden werden wir schon noch einiges sehen. Das ist kein überzeugender Sieg. Na, ich hoffe doch, dass wir die Revanche möglichst bald zu sehen bekommen.
In den nächsten Sekunden werden Sie fantastische Action erleben. Begeisterte Zuschauer. Die World Wrestling Federation mit ihren besten Manövern. Die World Wrestling Federation kommt wieder nach Deutschland. Und hier sind die genauen Tourdaten. Ja, jetzt geht's aber weiter hier mit Action. Cream in the ring, weighing in at 271 pounds, unhailing from San Francisco, California. Here is Mike Starr. Ja, er soll aus San Francisco stammen, da wo im Lied nach immer die Sonne scheint. Da sollte er vielleicht braun gebrannt sein, also dieser Mike Starr. Ich weiß nicht, ein bisschen lächerlich sieht er ja schon aus. Na gut, aber man darf natürlich nicht nach dem Aussehen gehen. Man darf das Buch nicht nach dem Umschlag bewerten, das ist ja ganz klar. Aber hier haben wir Kamala, einen geläuterten Kamala, möchte ich sagen. Er hat sich wirklich verändert. Slick, hier haben wir ihn, ist sein neuer Berater. Er will extra sagen, er ist Berater, kein Manager. Er hat ihm, wie er selbst sagt, die Botschaft des Lichts gebracht. Er hat ihm gezeigt, dass er ein Mensch ist und nicht einfach nur jemanden, den man rumstoßen kann, wie das vorher Harvey Whippleman und Kim Chi gemacht haben. Und Kamala scheint auch darauf einzugehen. Und inzwischen haben auch die Zuschauer gemerkt, dass dieser Riese aus Uganda wirklich nichts Böses im Schilde führt. Eigentlich ein ganz harmloser Mensch ist, den man ganz normal behandeln muss, jeden anderen auch. Einfach ihn so nehmen, wie er ist. Ja, für die geläuterte Einstellung spricht auch die andere Musik, die neue Musik, viel schwungvoller, fröhlicher als zu früh. Kamala geht gleich auf seinen Gegner los. Mike Starr muss zu Boden. Face Slam. Ein schöner Kick. Ja, Kamala war ja schon immer einer der besten Techniker für sein Gewicht, für seine Größe. Und dann geht die Hand an den Hals. Das ist auch eine Taktik, die er gerne zeigt. Die kann, vor allen Dingen, wenn sie aus dem Lauf herauskommt, doch ziemlich verheerende Auswirkungen haben. Im Gegner sehr die Luft nehmen. Dann noch eine Handkante zum Hals. Aber da kommt Kim Chi. Jetzt bin ich wirklich gespannt, ob Kamala ihm mal die Leviten liest. Auf wen hört er jetzt? Auf Slick oder auf Kim Chi? Hat er wirklich die Wandlung vollzogen? Hat er es geschafft? Er war ja wirklich fast schon abhängig von Kim Chi. Kann man sagen, hat immer auf den gehört. Da bin ich also wirklich jetzt auch gespannt, was passiert. Ja, er geht sofort hinter Kim Chi her, aber Slick gibt ihm zu verstehen, bitte nicht. Natürlich musst du selbst entscheiden, was du tust. Du bist selbstverantwortlich für deine Handlungen. Aber bitte geh wieder zurück. Lass dich auf so etwas nicht ein. Es hat keinen Sinn. Rohe Gewalt, rohe Brutalität. Aber ich kann auch Kamala verstehen, der so schlecht behandelt wurde von Kim Chi. Ich glaube, da braucht Slick all seine Überredungskunst, um ihn zurückzuhalten. Aber das ist natürlich wichtig jetzt für die Einstellung von Kamala, dass er hier ruhig bleibt, dass er sich eben nicht auf diesen Krieg, auf diese Anzettelung einlässt, die Kim Chi hier ganz offensichtlich provozieren will. Aber man sieht auch, dass Slick selbst sich mit Kim Chi anlegt und ihm sagt, komm Junge, lass es bleiben. Was hat das denn für einen Sinn? Und ich glaube, das hilft Kamala eben auch. Er weiß, es kümmert sich jemand um seine Belange. Also ich muss sagen, dieses Team Slick-Kamala, das harmoniert einfach wesentlich besser, oder? Vor allem, weil Slick eben Kamala als gleichwertigen Partner behandelt und nicht irgendwie herabsetzt, wie es Kim Chi vorher getan hat. Und das imponiert Kamala. Er klopft sich immer wieder auf den Bauch, das kennen wir ja von ihm. Genau, aber wir müssen auch sagen, natürlich ist der Wrestling-Sport ein dynamischer, manchmal muss man sagen, in Ansätzen brutaler Sport, aber es bleibt eben immer noch Zeit für Menschlichkeit und das verkörpert Slick natürlich sehr mit seinem Schützling Kamala. Dieser Kampf ist vorbei, Kamala hat Mike Starr gepinnt. Wir haben einen wesentlich glücklicheren Kamala und einen sehr zufriedenen Slick vor uns. Was will man mehr? Ein bisschen Beratung braucht er doch noch, der gute Kamala. Ja, jetzt kannst du loslassen. Der Kampf ist vorbei, du hast schon gewonnen. Steh auf und jubel. Der Slick sagt Kamala einfach, er soll sich ein bisschen freuen. Und genau so ist es auch richtig. And
light of what's happened, I'd just like to say that Jim and I have been together for almost 10 years. And in those years, I've nursed him back through many injuries. 4 knee operations, torn Achilles tendon, crushed vertebrae, and many other injuries. But now, everything is different. We've always wanted to have a baby. And now that I'm pregnant, Mr. Fuji and Yokozuna have done this to Jim. This could not have happened at a worse time. All I want is for Jim to be able to play with his baby. I know he's a proud man. And I know he loves his country. And I know millions of people love to watch him wrestle. But I love him. And our baby loves him. And I don't want to see him hurt. Mr. Fuji and Yokozuna have done this to Jim because he is a proud American. But we're not at war with Japan. This is a sport, and I don't want to see him hurt. I don't want Jim to wrestle. I'm sorry, but I don't want Jim to wrestle. Jetzt sind sie wieder erhältlich, die begehrten Souvenirs und Fanartikel der WWF Superstars. T-Shirts, Poster, Gürtel, Toys, Kappen und vor allem die sensationellen Supervideos der WWF. Wir haben die größte Auswahl von allen. Fordern Sie den farbigen Prospekt mit Bestellkarte bei uns an und vergessen Sie nicht, einen frankierten Rückumschlag beizulegen. Unsere Adresse lautet WWF Fanartikel CO CCM TV Vertriebs GmbH Postfach 8441 Oberschneiding. Ja, diese Worte von Deborah Duggan, der Frau von Hacksaw Jim Duggan, sind natürlich bewegend. Ganz kurz muss ich noch mal den Hintergrund erklären. Yokozuna trat gegen Jim Duggan an und hat ihn im Ring ziemlich fertig gemacht, ziemlich zugerichtet, wie er das mit jedem Gegner macht. Jim Duggan hatte leichte Prellungen und auch ein paar Quetschungen hier und da. Eigentlich nichts Schlimmes, aber für Deborah Duggan war es schlimm genug, diese eben getroffenen Aussagen zu machen. Und die Frage ist natürlich, wird Jim Duggan jetzt seiner Frau zuliebe nicht mehr in den Ring steigen, aktiv und vielleicht irgendeine andere Funktion übernehmen oder nicht? Man kann natürlich darüber spekulieren, die Zeit wird es zeigen. Jetzt aber weiter mit der Action im Ring. Bob Backlund steht bereit. Der Rekordhalter, was die Jahre als World Wrestling Federation Champion anbetrifft. Von 78 bis 84 war es nämlich 6 Jahre lang. Sein Gegner im Ring heute, Tom Patterson. Sofort ein Ringergriff von dem Ringerlehrer Backlund. Ja, er hat viele junge Schüler an der High School, an der Junior High School, an der Universität, überall eigentlich, die er unterrichtet und schon zu Meisterschaften geführt hat, sehr angesehen. Da haben wir eben gerade den Fireman's Carry gesehen mit anschließendem Monkey Flip. Auch das ist eine Sache, die er dem Ringen entnommen hat. Er ist eigentlich ein sehr bodenständiger Mann, dieser Bob Backlund. Und das erkennt man auch an seinem Wrestling-Stil. Unheimlich beliebt, man hat es beim Einmarsch gesehen. Natürlich feuert die Zuschauer an durch sein Auftreten als Vertreter der gesamten amerikanischen Nation. Der brave, gute Bube. Jetzt setzt er hier einen Armgriff an, überstreckt den Ellbogen von Tom Patterson. Der kann sich allerdings wieder herauswinden, aber Bob Backlund bleibt weiter dran. Der Bob Backlund ist sicher der Mann, der den sportlichen Wettkampf sucht. Am meisten sucht vielleicht von allen World Wrestling Federation Superstars. Aber wenn es sein muss, dann kann er auch eine härtere Gangart einschlagen. Das scheint heute nicht nötig zu sein. Heute scheint der Sport zu siegen. Das haben wir auch am Anfang gesehen, als er seinem Gegner fair die Hand hinstreckt. Und der nahm sie auch, ohne irgendeinen Frauentrick zu versuchen. Ja, Tom Patterson gefällt mir wirklich sehr gut hier, was die Fairness betrifft. Ein schöner Kampf, der hier stattfindet. Technik wird gezeigt. Bob Backlund, der eindeutig bessere Mann in diesem Bereich, aber trotzdem lässt sich Tom Patterson nicht hinreißen, unfaire Attacken zu starten. Er versucht es halt einfach auf seine Art und Weise. Ja, vielleicht nicht ganz so spektakulär, wie wir das bei anderen Leuten sehen. Bei Razor zum Beispiel war das so, oder bei Mr. Perfect. Aber doch sehr solide und, wie schon gesagt, bodenständig. Diesen Armgriff bevorzugt Bob Backlund natürlich auch das. Eine direkte Übernahme aus dem Ringen. Aber jetzt wehrt sich Patterson mit Schlägen an den Kopf. Er ist ja etwas größer, fällt jetzt Bob Backlund in die Ecke. Shoulder Blocks in Serie. Und dann wieder der Schlag ins Gesicht.
Ja, ganz so leicht will es Tom Patterson Bob Backlund doch nicht machen. Reversal hier allerdings und wieder ein Armdrag. Herrliche Technik. Ja, Bob Backlund zeigt uns hier schon einiges von der alten, guten Ringerschule. Beinschere zum Kopf. Und da geht er zu Boden. Tom Patterson, gute Aktion jetzt hier von Bob Backlund. Aber da haben wir gesehen, er ist einfach nicht schwer genug, um seinen Gegner runterzuziehen. Aber er hat natürlich fallen gelernt und sich abrollen gelernt. Und das kommt ihm dann wiederum zustatten. Denn in dem Moment, wo Patterson wirklich auf den Boden zwingt, da kann sich Bob Backlund noch befreien. Und hier ein zwar unspektakulärer Sieg, aber ein recht schöner Kampf. Mal sehen, was er bei anderen Leuten zeigt. Ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages, you can be part of the greatest WrestleMania in World Wrestling Federation history at Caesar's Palace in Las Vegas, Nevada. The date, Sunday, April 4th. Remember, it's a whole weekend of festivities. We're talking about a WrestleMania like you've never seen before. Can you imagine the glitz and glamour of Las Vegas combined with the tremendous action of the World Wrestling Federation from the family entertainment capital of the world? Talk about a main event. World Wrestling Federation champion Bret the Hitman Hart defends against the number one contender, managed by Mr. Fuji, 505-pound Japanese superstar Yokozuna. Keep in mind, Yokozuna is a master of all of the martial arts. And as we announced last week, The Undertaker squares off against the 8-foot-tall Giant Gonzalez. Last week on WWF Superstars, Giant Gonzalez wrestled three men at one time. Take a look. What could be in store for The Undertaker at WrestleMania. Und hier sehen wir Giant Gonzalez, den größten Mann in der World Wrestling Federation, den größten Mann in der Geschichte des Wrestling, 2,45 Meter fast misst er. Und hier nimmt er es gleich mit drei Gegnern gleichzeitig auf. Er erwischt einen von ihnen, zieht ihn einfach in den Ring. Es ist Louis Bacoli, den wir auch schon häufiger gesehen haben. Die anderen beiden warten draußen, was dieser Giant Gonzalez mit Spicoli anstellt. Fast wie ein Junge wirkt da Spicoli hier gegen Giant Gonzalez. Hast du gesehen, wie er mit einer Hand dessen Kopf genommen hat, saut, wie mit einem Basketball hochhebt. Daran hing aber noch der ganze Gegner. Unglaublich, die Kraft, die hier in Giant Gonzalez steckt. Und dieser Würgegriff ist sicher auch nicht von schlechten Eltern. Ja, wir dürfen noch nicht vergessen, wie er mit dem Undertaker bei der Battle Royale umsprang. Mit einem einzigen Schlag schickte er den Undertaker aus dem Ring. Und wem gelingt sowas schon? Naja, die anderen beiden geben Fersengeld, ist vielleicht auch ganz gut so. Wow. Plus Crush gets his chance of revenge as he locks up with Doink the Clown. In addition, ladies and gentlemen, this unbelievable match just signed Mr. Perfect. Yes, Mr. Perfect to meet the narcissist Lex Luger. I can guarantee at WrestleMania 9, we're going to find out what perfection is all about. And the Intercontinental title is on the line as Shawn Michaels will be challenged by the great Native American Tatanka. If you don't think Tatanka can handle himself against Michaels, I want you to take a look at this action from last weekend's WWF Superstars. Hier ein Blick zurück, Tatanka, wie er mit Shawn Michaels umspringt, der allerdings bei diesem Kampf seinen Titel nicht aufs Spiel gesetzt hat. Es ging also nur um dieses Match. Shawn Michaels wusste wohl schon, was ihm blühen könnte gegen diesen Lambe-Indianer Tatanka. Noch immer ungeschlagen in der World Wrestling Federation. Wirklich tolle Aktionen, die uns Tatanka immer wieder liefert. Ja, noch einmal zur Erinnerung, die rote Strähne in seinem Haar steht ja als Symbol dafür, dass er nicht nur seinen eigenen Stamm, sondern alle Indianer Nordamerikas vertritt. Und das ist natürlich ein sehr schönes Zeichen. Hier besiegte er Shawn Michaels. Und wenn er es einmal kann, warum nicht zweimal? Oh my, perhaps Shawn Michaels was a little too confident last week. He certainly is going to have to be at his best at WrestleMania. And I was just informed of a tag team matchup in Las Vegas. The Head Shrinkers, Samu and Fatu, will be meeting Rick and Scott, the Steiner Brothers. Yes, already six incredible matches have been signed for WrestleMania. And only Las Vegas
I can hardly wait to see the lineup of stars who'll be at Caesar's Palace to catch the action firsthand. Sunday, April the 4th, be there. Da können wir uns wirklich gefasst machen, freuen. WrestleMania in Las Vegas, also wirklich sicher ein tolles Ereignis. Beim Caesars Palace findet das Ganze auch noch statt. Also Günther, ich muss dir sagen, ich kann es nicht erwarten. Am 4. April wird das Ganze fest steigen. Und dieser Mann ist eben auch dabei, der Undertaker, mit seinem Manager Paul Bearer, der die Urne trägt. Und der Undertaker brennt natürlich auf eine Revanche gegen Giant Gonzalez, denn was wir Ihnen vorhin noch unterschlagen haben, war, dass Giant Gonzalez gar nicht gemeldet war für den Royal Rumble, für die Battle Royale. Er kam einfach, als niemand außer dem Undertaker im Ring war, legte sich mit ihm an. Der Undertaker schaute zu ihm hoch, das alleine ist schon eine kleine Sensation. Und was passierte? Giant Gonzalez ein Schlag und der Undertaker war draußen. Also da kann man nur noch flüstern und sagen, Mann, was für ein Typ. Ja, freuen wir uns auf WrestleMania. Freuen wir uns allerdings jetzt auch auf diesen Kampf. Da zeigt der Undertaker sich ja einmal mehr. Wrestle-Action par excellence. Er ist ja trotz seiner gewaltigen Größe und fast unglaublichen Kraft ein hervorragender Techniker, weiß sich sehr, sehr geschickt zu bewegen. Er verzieht keine Miene. Man erkennt auch noch gar keine Miene. Jetzt erst nimmt er seinen Hut ab und dieser Blick verheißt nichts Gutes. Der Ringrichter beeilt sich, dass er die Urne wieder an Paul Bearer zurückgibt, denn sonst könnte der Undertaker unter Umständen sich am Ringrichter vergreifen. Und das will man ja nur nicht. Ja, normal ist der Ringrichter eine Institution, die man nicht angreift. Aber beim Undertaker, wenn ich Ringrichter wäre, würde ich auch lieber tun, was er sagt. Oder beziehungsweise, was er durch seine Gesten andeutet. Wir wollen jetzt doch einmal kurz eine kleine Studie des Undertaker durchführen, würde ich mal sagen. Und einfach mal seinen Stil so ein bisschen analysieren in diesem Kampf. Er ist natürlich nicht unbedingt immer schnell, denn er haushaltet sehr gut mit seinen Kräften. Das muss man schon sagen. Aber er ist unheimlich exakt in der Ausführung seiner Techniken. Sie sehen manchmal wirklich langsam aus. Das kommt natürlich auch durch die Größe zustande. Aber er ist einer der bestgebauten Wrestler. Hat wirklich jeden Muskel an seinem Körper trainiert. Kein Gramm Fett befindet sich an seinem Körper. Und dann sehen die Bewegungen manchmal langsam aus. Aber das vielleicht wirklich nur, weil er die Technik ganz, ganz exakt durchführt. Und hier, das ist eine seiner fantastischsten Aktionen einfach. Er hebt den Gegner mit einer Hand hoch. Wie hoch war der jetzt? Ich würde sagen, fast 2 Meter. Naja, vielleicht nicht ganz so viel, aber naja, man muss erst mal sehen, wie so etwas geht. Und da natürlich der Tombstone. Ja, der Finishing Move des Undertaker. Hier geht es also offensichtlich sehr schnell zu Ende. Seine Variante des Piledriver, den er noch verbessert hat, noch perfektioniert. Und da endlich mal ein Blick in das Gesicht des Undertaker und der Kampf ist vorbei. Das Publikum rast natürlich, wann immer der Undertaker die Halle betritt. Und Paul Bearer ist eigentlich ein perfekter Typ. Ein bisschen wirken die beiden wie Pat und Patachon, ohne mich über sie lustig machen zu wollen. Aber man muss schon sagen, hier sind ein hervorragender Manager und sein Schützling zugange. Er hätte in der Zeitlupenwiederholung, sieht man es, über 2 Meter, glaube ich, war dieser Wurf. Denn über 2 Meter ist ja schon der Undertaker selbst. I do whatever it takes to crush my opponents. But to see the starving kids in Somalia, this crushes my heart. The World Wrestling Federation is putting on a program, Headlock on Hunger. Crush is definitely a part of this program. Would you please join me? Mahalo. Ja, die World Wrestling Federation beteiligt sich an dieser Aktion Headlock on Hunger.
Wenn Sie auch etwas stiften möchten, eine kleine Spende, dann schicken Sie bitte diese Spende an das amerikanische Rote Kreuz. Die Adresse sehen Sie hier eingeblendet. Vielen Dank. The following contest is scheduled for one fall. Das ist ja eine lobenswerte Aktion der World Wrestling Federation. Lobenswerte Aktionen erhoffen wir uns auch jetzt vom nächsten Kampf. Davy Starr tritt an. Also ich glaube nicht, dass er mit Mike Starr, den wir vorhin gesehen haben, verwandt ist. Und hier haben wir Damien Demento, auch eher ein unberechenbarer Typ. Und es, was mir sehr gut gefällt, ist, er sagt, er kommt aus den hintersten Winkeln des Bewusstseins, wo immer das sein mag. Ich habe keine Ahnung, wo das ist, aber mit Sicherheit spiegelt sich der Scheinwerfer wunderschön auf seiner Glatze. Ja, er spiegelt oder spielt damit ein bisschen darauf an, was sich manche zugegebenermaßen kranke Geister vielleicht vorstellen im hintersten Winkel ihres Bewusstseins, was sie gerne nach außen kehren würden. Das will er verkörpern, will er darstellen und das ist natürlich bestimmt nichts Gutes. Also quasi die dunklen Seiten des menschlichen Charakters. Nun gut, genug von dunklen Seiten. Wir befinden uns hier im gleißenden Scheinwerferlicht der World Wrestling Federation und in dem zeigt Damien Demento gleich mal, was er kann. Ein sehr gut gebauter Athlet mit einer ziemlichen, ja, wir haben schon gesagt, Brutalität und Rücksichtslosigkeit. Aber auch er wird mit Sicherheit irgendwann mal seinen Meister finden. Geschicktes Manöver von Davy Starr weicht hier aus, aber Damien Demento hat fast damit gerechnet. Bewegt sich sehr geschickt, sehr schnell und trotzdem kontrolliert. Dann was passiert jetzt? Jetzt hört er erstmal nach oben. Vielleicht eine Stimme aus seinem Unterbewusstsein, auf die er hört. Da wäre ich gerne mal Mäuschen, aber was immer diese Stimme gesagt hat, Damien Demento fährt auf seiner Linie fort, fährt mit seinem Kampfstil fort. Schon beeindruckend, dieser Mann, oder was hältst du von ihm, Günther? Ja, der Körperbau, die Figur und auch das Erscheinungsbild wirklich furchteinflößend. Da kann man also wirklich schon erschrecken als Gegner. Vor allem, wenn man körperlich, wie es Davy Starr hier ist, etwas kleiner gebaut ist. Also Angst hat, glaube ich, dieser Damien Demento vor niemanden. Der Neckbreaker, den er uns hier gerade gezeigt hat, er beherrscht durchaus Wrestling-Techniken. Er zeigt sie einfach nur so selten und irgendwas befindet sich da in seinen Beinschonern, würde ich sagen. Denn sonst würde er nicht an ihnen herumnesteln. Er hat diesen Kampf leicht gewonnen, aber auch er wird auf härtere Gegner treffen. Hatte er auch schon in der Vergangenheit. Mal schauen, wie es dann aussieht. From Vero Beach, Florida, weighing 240 pounds. Ja, damit sind wir schon beim nächsten Kampf. Terrific Terry Taylor tritt an. Ja, und Sie hören schon an der Reaktion des Publikums. Nicht sehr beliebt. Jim Powers, auch eher ein Mann, ewig an der Schwelle zum Superstar-Status, ist sein Gegner. Jim Powers, ein hervorragender Techniker übrigens, der sehr viel Zeit im Kraftraum verbringt. Er will natürlich seine Muskeln stählen, er will was für die Kraft tun. Das war eine lange Zeit lang eigentlich seine Achillesferse. Doch jetzt hat er genug Kraft, gepaart mit seiner Technik, ist er ein hervorragender Mann. Das sieht man auch schon hier an diesem Shoulderblock, der Terry Taylor in die Ringecke zurückfegt. Aber gegen Terry Taylor muss er sich natürlich etwas mehr einfallen lassen. Der ist nicht nur ein sehr guter Techniker, sondern auch einer, der alle Tricks, alle Kniffe, auch die unerlaubten, perfekt beherrscht und genau weiß, wann er sie einsetzen soll. Ja, diese Armdreher sind eine Spezialität von Jim Powers, aber er droht auch nur mit einem Tritt an den Kopf. Er mag und bevorzugt einen fairen Wrestling-Stil. Armdreher nun, beziehungsweise der Armhaltegriff jetzt. Da haben wir den perfekten Armbar, aber Taylor befreit sich sehr schnell mit einem Whip-In. Aber sofort wieder Jim Powers dran. Erneut ein Whip-In-Reversal und da der Sunset-Flip. Kann der Terrific Taylor runterziehen? Nein, der schlägt zu, schlägt aber ins Leere. Jetzt geht es ja sehr schnell, Small Package. Das Cover gelingt allerdings nicht. Erneut aber ein Überwurf, ein seitlicher Judo-Griff. Erneuter Versuch des Covers, aber auch der schlägt fehl. Ja, so von Terry Taylor habe ich eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Aber er hat es natürlich auch mit keinem schlechten Mann zu tun. Jim Powers mit der sehr modischen Frisur. Er kommt ja aus New York. Und da muss man schon hart trainieren, um an die Spitze zu gelangen. Das spricht natürlich für ihn.
Ja, und Jim Powers, du hast es erwähnt, Carsten, vorhin war schon immer ein hervorragender Techniker, was er auch hier wieder mit diesem Flying Body Press beweist. Nur die Kraft hat nicht ausgereicht. Backbreaker jetzt von Terrific Taylor. Also ganz so leicht lässt er sich hier doch nicht ausschalten. Aber eben wenn Jim Powers noch, was ja in seinem Namen eigentlich schon steckt, die Kraft kriegt, um mithalten zu können mit einigen der schwereren Jungs, dann glaube ich, haben wir hier wirklich einen kommenden Superstar. Das kann ich mir auch vorstellen, aber jetzt hat er einiges einstecken müssen, zum Beispiel hier diesen Neckbreaker von vorne. Also wenn ich den an meinen Kinn bekäme, da hätte ich keinen Zahn mehr im Mund. Aber natürlich sind die Muskeln dieser World Wrestling Federation Superstars ganz anders gebaut als unsere. Und deswegen noch einmal eine Warnung an alle Zuschauer oder vielmehr ein gut gemeinter Rat, vor allen Dingen die Jüngeren, macht das nicht nach. Man muss super gebaut sein und super durchtrainiert sein, damit man solche Aktionen unbeschadet übersteht. Ich kann das nicht oft genug wiederholen. Vollkommen richtig, Carsten, wenn man so einen Atomic Drop sieht. Man muss mal erwähnen, diese Jungs trainieren 5-6 Stunden am Tag und mindestens die Hälfte dieses Trainings ist Fallschule, ist Training für die Muskulatur, die dazu notwendig ist, solche Tritte, solche Würfe abzufangen. Also auf gar keinen Fall nachmachen, in den Judo-Verein gehen, wenn einen das interessiert, erstmal Fallschule betreiben, einige Jahre Krafttraining betreiben. Erst dann kann man vielleicht so weit kommen. Ja, jetzt noch einmal ein Sunset Flip eben von Powers, aber der war nicht erfolgreich und dann ein kleiner Konzentrationsfehler und den nutzte Terry Taylor zu einem Clothesline, der Jim Powers zu Boden fegt. Ein Schlag an den Hals hinter dem Rücken des Ringrichters, aber wenigstens nicht mit der Faust, also durchaus regulär. Ja, jetzt sieht es wieder schlechter aus für Jim Powers. Terry Taylor steigt auf ihn, unerlaubt diese Aktion, er bricht sie auch regelgerecht nach 3 Sekunden ab. Der Ringrichter zählt ja an, aber Jim Powers ist wieder da. 2, 3 Dritte in den Magen von Terry Taylor. Aber der befreit sich mit einem Stich ins Auge. Das sind Aktionen, die sehen wir natürlich sehr ungern. Ein Small Package hier von Jim Powers. Kann er den Kampf wenden? Nein! Terry Taylor kommt noch einmal bei 2 raus. Aber das gehört auch zu einem guten Wrestler dazu. Er muss sich auch gut befreien können. Wird er sich aus diesem Backslide befreien können? Auch das! Ja, die passive Aktion, die Verteidigung, sehr, sehr wichtig, wenn man ganz nach oben kommen will. Man muss wissen, wie man aus den Griffen entweichen kann, wie man sich ausruhen kann am Boden, quasi covern lässt vom Gegner, dabei Kraft schöpft und dann selbst wieder zuschlägt. Whippen hier in die Ringecke, aber es war klar, dass diesen Ansturm hat Terry Taylor telegrafiert. Powers konnte mit dem Ellenbogen und jetzt auch mit dem Fuß abwehren. Ja, jetzt ist er wieder voll da, sieht sehr gut aus. Ein Atomic Drop, perfekt vorgeführt. Ja, Jim Powers hat wirklich Kraft getankt. Seine Schläge zeigen jetzt auch Wirkung. Terry Taylor, da muss er in die Ringecke. Headbutt, einer nach dem anderen. Ich finde, wir sehen da einen recht interessanten Kampf. Wie auf einer Leitersprosse wandert Terry Taylors Kopf nach unten und dann auf die Matte. Zu guter Letzt gibt es noch einen Clothesline. Terry, bleib, wo du bist, auf dem Boden. Ein Whip-In hier. Der Schlag in die Magengegend. Ja, und die haben jetzt Power High Knee Lift. Und da liegt Terry Taylor am Boden. Ja, die Geste ist eindeutig. Hör auf, lass mich zufrieden. Mehr davon kann ich nicht vertragen. Ich habe nie gedacht, dass das so schwer wird. Und hier ein sehr schöner Standing Dropkick. Das Cover gleich. Aber Terry Taylor kommt raus. Günther, ich finde, wir haben da einen Kampf, der es wirklich in sich hat. Er zeigt alles, was man braucht. Kraftaktionen, Schnelligkeit, Taktik, ein Reversal hier zum Beispiel von Terry Taylor. Ein wunderbarer Slam. Ja, und das ist das Ende des Kampfes. Terry Taylor nutzt eine kleine Unachtsamkeit und scheint zu sagen, ja, habt ihr etwa daran gezweifelt, dass Terrific Taylor hier gewinnt? Und in der nächsten Woche, Big Boss Man gegen den Clown Doink. Yokozuna, der 230 Kilo Riese. Der Narcissist Lex Luger, in sich selbst verliebt, wird ihm das vielleicht zum Verhängnis. Und ein Interview mit Giant Gonzalez. Hey Bossman, you're way too serious. You need to loosen up. Laugh a little bit. Because next week, you've got a date with me. It's gonna be no laughing matter. Doink, you think I'm too serious? Well, you ain't seen nothing yet.
You're the kind of trash that likes to hurt people, make people sad. Well, next week, I'm gonna hurt you. I'm gonna make you sad, and I'm gonna see how you like it, punk. So get ready to serve nothing but hard time, punk. Ja, bis zur nächsten Woche müssen Sie gar nicht warten. Seien Sie am Donnerstag um 21.05 Uhr wieder dabei, wenn es bei RTL 2 heißt Wrestling Challenge.